So, liebes Internet, die Film- und Medienstiftung NRW wurde 1991 gegründet und ist mit einem jährlichen Förderbudget von 35 Millionen Euro die finanzstärkste Länderförderung Deutschlands. Zu den Gesellschaftern zählen der WDR, das Land Nordrhein-Westfalen, das ZDF, RTL und die Landesanstalt für Medien. Ziel des Unternehmens ist die Förderung der Film- und Medienkultur sowie der Film- und Medienwirtschaft im Land Nordrhein-Westfalen. Seit 2011 unterstützt die Film- und Medienstiftung NRW auch die Entwicklung von innovativen und interaktiven Anwendungen, insbesondere für Games sowie für Internet, Mobile und auch multimediale Projekte. Hier greift das Pilotprogramm innovative audiovisuelle Inhalte. Dieses Förderprogramm richtet sich vor allem an junge Entwickler und Start-up-Unternehmen, die mit dem Fördergeld in die Lage versetzt werden sollen, ihre Ideen auszuarbeiten und sich damit in dem Markt präsentieren zu können. Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW ist Petra Müller. Referent digitale Inhalte ist Till Hardy. Beide sind mir jetzt zugeschaltet. Grüß Gott hallo. Aus München oder hallo nach Düsseldorf. Schön, dass Sie dabei sind. Beide sind mir jetzt, wie gesagt, zugeschaltet. Vielen Dank dafür nochmal. Sprechen möchte ich mit Ihnen über die Games-Förderung in NRW. Welches Förderprogramm oder welche Förderprogramme es gibt, was gefördert wird und die Antragsteller dabei gegebenenfalls zu beachten haben. Also steigen wir ein. Wie bereits erwähnt, gibt es seit 2011 dieses Pilotprogramm Innovative Audiovisuelle Inhalte. Handelt es sich eigentlich immer noch um ein Pilotprojekt? Ja, 2011 haben wir es ja rausgegeben und haben unseren Gesellschaftern mal gesagt, wir machen eine Pilotphase von 3 Jahren, die ihr bitte mit 500.000 Euro im Jahr ausstattet. Und wenn die 3 Jahre abgelaufen sind, wird es regelrecht evaluiert und wir gucken, ist das so sinnvoll für die Branche, macht das Sinn für die Filmstiftung, die Landesmedien- und Standortpolitik. Und so ist es dann auch gekommen. Wir haben bis Ende 2013 in diesem Turnus gefördert und haben es dann evaluiert. Das heißt, die Fördernehmer und auch noch ein paar Beobachter sind befragt worden. Und von da aus kam irgendwie die Nachricht, sie finden das alle sehr sinnvoll. Man kann immer mehr Geld fordern, aber erstmal ist die Struktur sinnvoll. Das Programm ist gut konzipiert. Wir hatten von dem, was rausgekommen ist, sowohl kulturell kreativ als auch ökonomisch sehr schöne Ergebnisse, die jetzt Stück für Stück reinkommen. Und dann war ganz klar von der Seite der Gesellschaft, dass wir das Programm fortsetzen werden. Und so wurde jetzt auch im Frühjahr beschlossen, im Aufsichtsrat, weitere 3 Jahre, wir nennen das jetzt mal ein Förderprogramm, weil die Phase vorbei ist. Und die erste Sitzung hat auch schon stattgefunden. Also die Sache läuft weiter von 14, 15, 16. Von welchem Fördervolumen sprechen wir da? Na, also wir hatten in der ersten Phase angesetzt für die 3 Jahre 1,5 Millionen. Die Evaluation hat natürlich ergeben, dass man natürlich ein bisschen mehr Geld brauchen könnte an der Stelle. Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat hat gesagt, ja, finden wir auch. Es handelt sich aber nur um Landesgeld oder Gott sei Dank um Landesgeld. Und da quietschen ja immer die Haushalte. Also wir haben das Go als Beschluss. Wir brauchen aber jetzt noch das Go vom Landeshaushalt, dass wir das tun können. Heißt aber, die 500 sind jetzt auf jeden Fall schon mal einsetzbar. Und wir schauen im Laufe des Jahres, ob wir aufstocken können. Ja. Und was wird damit konkret gefördert? Welche Zielsetzungen? Sie haben schon mal angedeutet, aber verfolgen also Sie damit. Wichtig ist wirklich zu wissen, aber die Branche hat es inzwischen verstanden, weil es ja auch in Berlin und in München so ist, dass wir die Entwicklung von Konzepten bis hin zum Prototypen fördern, weil nur das eigentlich im Rahmen der Richtlinie eines Filmförderhauses sinnvoll ist, weil mit einer Games-Produktion oder einer kompletten Entwicklung kommt man ja vollkommen in Dimensionen, die wir nicht beherrschen können. Das ist ja auch allen klar. Wir richten uns ja mit dem Programm jetzt auch nicht an die Großen der Games-Branche, die brauchen uns auch gar nicht, obwohl wir in NRW gut vertreten sind. Wer uns aber braucht, das sind die kleinen Unternehmen, die Absolventen aus den Hochschulen, die eine sehr gute Idee haben. Und unser Ziel ist einfach, denen quasi Zeit zu kaufen, ihr Konzept auch entwickeln zu können, das hier auch nochmal zu diskutieren und dann damit
sozusagen einen Schritt weiter zu gehen, es im Markt, im Publisher vorzustellen. Das ist die Zielrichtung und vor allen Dingen natürlich ausgerichtet auf die sehr lebendige Entwicklerszene in Nordrhein-Westfalen, weil, wenn man diesen Statistiken glauben darf, kommt ja jeder vierte Entwickler von hier und wir haben hier total viele Spieler, also ist ja eine sehr lebendige Szene. Aber es richtet sich jedenfalls in der Dimension, in der wir das haben, jetzt ganz klar an Nachwuchsgründer, Rucksackentwickler, würde man jetzt im Film sagen. Ja? Kommen wir noch zu den Fördermodalitäten. Um welche Art von Förderung handelt es sich dabei konkret? Also so ein Darlehen oder... Das macht jetzt mal der Herr Hardy. Ne? Das ist in der Regel ein bedingt rückzahlbares Darlehen. Das bedeutet also, dass man es im Erfolgsfall zurückzahlen muss. Wenn man jetzt quasi einen Prototypen mit der Förderung entwickelt hat und damit geht man zum Publisher, der sagt, wunderbar, tolle Sache, will ich haben und kauft einem das ab, dann muss man dann eben aus den Erlösen dann eben auch die Förderung zurückgeben. Und wer ist grundsätzlich antragsberechtigt? Jeder oder... Man muss seinen Sitz in NRW haben. Das Programm, das ja auch mit Landesmitteln ist, muss eben, richtet sich an NRW-Entwickler. Und der Antragsteller, was muss der unbedingt beachten? Es gibt so ein paar fixe Sachen wie den NRW-Effekt. Da muss man also mindestens 100% der Fördersumme hier in NRW ausgeben. Wie gesagt, man muss hier seinen Sitz haben. So ein paar Basics, aber nichts großartig Wildes. Das kann man auf Ihrer Webseite wahrscheinlich nachlesen und Sie bieten natürlich auch Beratungsgespräche an, denke ich mal. Richtig, das ist auch obligatorisch. Das heißt, man muss, wenn man einen Antrag stellt, vorher auch den mit mir besprechen, damit man dann eben sehen kann, was ist überhaupt dazu beachten, welche Unterlagen sind einzureichen, in welcher Form, damit wir dann eben einen guten Antrag zu einem guten Projekt erhalten und wir dann eben auch, ich mit dem Antragsteller durchsprechen kann, wie passt das überhaupt zu dem individuellen Projekt, wo macht das, wie macht das, in welcher Art Sinn, dass man da eben auch wirklich schon mal direkt wunderbar vorbereitet ist, um den Antrag stellen zu können. Deswegen diese paar Basics gibt es, aber man muss eben die ganzen Feinheiten, wo es individuell wird, das besprechen wir alles immer in diesen Gesprächen. Und also wir werden die ganzen Details, Webseite, Ihre Kontaktdaten, blenden wir hinterher noch in einem Video ein. Was muss der Antragsteller unbedingt beachten, habe ich schon gesagt. Wie viel wird denn maximal pro Antrag gefördert? Die höchste Summe ist 100.000 Euro. Damit kann man eigentlich auch schon eine Menge machen. Kann man eine Menge machen und wir stellen fest, tatsächlich im Förderprozess, dass es oftmals so ist, dass jemand kommt mit einer guten Idee und da fehlt aber noch was. Und wir denken, der muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Dann machen wir es oft auch so, dass wir dem eine kleine Förderung geben für so eine Konzeptentwicklung und dann sagen, wenn du darüber nochmal nachgedacht hast und einen Schritt weiter bist, dann komm nochmal zurück. Dann reden wir nochmal über weitere Prototypenentwicklungsförderung, weil wir, unsere Förderphilosophie ist an der Stelle, wie auch an anderen, auch im Film, dass wir gerne auch mit den Jungen und den Gründern erstmal ins Risiko gehen, dass sie was ausprobieren können und dann Step by Step so fördern, dass sie damit wirklich in den Markt können oder das Projekt realisierungsfähig wird. Wir wissen alle, wie weit es ist von einer Idee bis wirklich zum belastbaren Konzept und auch einem Prototypen. Gibt es denn da auch, ist die Förderung abhängig von irgendwelchen inhaltlichen Vorgaben? Also in Bayern, das bayerische Förderprogramm ist ja relativ restriktiv, sondern ganz klar, das muss kulturell sein, pädagogisch wertvoll und so weiter. Gibt es ähnliche Bedingungen bei Ihnen? Wir haben das hier auch diskutiert. Wir haben aber das eigentlich genauso eingegrenzt, wie wir das auch an der Filmförderung tun. Das heißt, überall da, wo öffentliche Mittel eingesetzt werden, hat man ethische Rahmenbedingungen. Also es darf nicht gewaltverherrlichend sein, es darf nicht diskriminierend, nicht pornografisch sein. Ansonsten haben wir aber, was die inhaltlichen Antrag angeht oder das Genre, haben wir keine Restriktionen gesetzt. Wir stellen auch fest, es ist eigentlich die qualitative Diskussion, einem da ganz gute Hinweise gibt und wir sind mit diesem Rahmen bisher sehr gut gefahren. Darf sich ein gefördertes Unternehmen an der nächsten Förderrunde auch beteiligen oder ist der sozusagen erstmal ausgeschlossen beim nächsten Mal? Nee, grundsätzlich nicht. Also wir betrachten wirklich jedes Projekt unabhängig, auch erstmal vom Entwickler. Aber wenn wir dann eben auch gucken, wer das Projekt denn umsetzen will, dann muss es natürlich auch kapazitär irgendwie passen. Und wenn wir eben wissen, der ist eigentlich gerade mit einem anderen geförderten Projekt beschäftigt, dann kann das natürlich nicht so ganz ausgehen. Aber dadurch, dass wir ja auch immer das Beratungsgespräch machen, stellen wir das ja eigentlich da schon fest.
Und dann im Zweifelsfall da der Antragsteller dann schon erklären, wie das denn funktionieren soll. Aber grundsätzlich ginge das. Und am Ende des Tages, wer entscheidet denn dann über den Förderantrag, wenn er sozusagen alle Kriterien erfüllt? Werden die gesammelt? Gibt es ein Gremium? Ja, es gibt regelmäßige Sitzungen, natürlich. Ja. Zweimal im Jahr sitzen wir zusammen. Wir haben eine Beraterrunde. Und in diesem Fall bei den kleinen Programmen ist es so, dass die Entscheidung bei der Geschäftsführerin liegt. Das bin ich. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, das ist ganz erstaunlich, wir sind komplett einstimmig immer in den Empfehlungen. Also der Gundolf Freiermuth ist sozusagen ja der Vorsitzende des Beraterstabes, ja. Die geben dann eine Empfehlung. Und es gibt oftmals noch Dinge, die wir zu prüfen haben. Wie ist die Finanzierung des Projekts? Ist das wirklich auf der Strecke gut gedacht? Muss er da noch mal ein bisschen nachlegen? Finden wir, dass der Charakter gut gedacht ist? Also alles, was man demjenigen als Rückmeldung geben kann. Mhm. Und das wird dann von Herrn Hardy noch mal diskutiert. Und wenn diese Fragen ordentlich beantwortet werden, können wir dann auch sagen, Haken drunter, dann müssen wir nicht nochmal ins Gremium gehen. Das hat sich auch als sehr praktikabel erwiesen und wir würden einfach auch sozusagen einem Gentleman's Agreement nicht gegen ein Beratervotum entscheiden. Dann braucht man die nicht an seiner Seite zu haben. Ja, wer gehört denn diesem Beraterstab noch an? Also Professor Freiermuth haben Sie genannt, der ist ja von der FA Cologne Game Lab. Cologne Game Lab und an der FS. Dann ist der Ronald Kaulbach. Der Marketing Director von Ubisoft Blue Byte ist Mitglied des Beraterstabs und die Friederike Behrens, das ist die Geschäftsführerin von Magin TV Deutschland. Die kennen Sie vielleicht, weil die im Digitalteam von Springer war. Also das ist mehr so eine 360-Grad-Frau. Ne? Wir wollten einerseits die tiefe Games-Expertise haben, wir wollten jemanden, und die werden dann vielleicht auch mal rotieren. Wir wollten jemanden, der die Marktchancen einschätzen kann und jemand, der einmal zurückgesetzt auch die Netz, die App, die Webvideo mitbringt, weil wir mitunter auch Mischformen hier in der Antragstellung haben. Mhm. Wann steht denn der nächste Einreichtermin ins Haus? Das ist Anfang September am 5.9. Da ist Deadline, bis dahin muss man dann den Antrag gestellt haben und wenn man es noch nicht getan hat, dann eben auch mit mir das Beratungsgespräch geführt haben. Die Gamescom steht ja jetzt vor der Tür, da kommen bei mir auch schon die Anfragen wunderbar rein. An unserem Stand werde ich sehr viele Beratungsgespräche mal wieder führen. Also jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Förderprogramm, zur Bilanz. Also als Pilotprogramm gestartet, jetzt sozusagen verlängert. NRW-Förderprogramm heißt. Verliert damit den Pilotstatus. Wie sieht denn da, fällt denn Ihre Bilanz aus? Wie viele Anträge wurden denn seither gestellt, positiv beschieden, abgelehnt? Also wir haben die ganzen, wir erfassen nicht alle Anfragen, aber die tatsächlich die Antragsmühlen erklommen haben, das waren 135 Anträge und von denen haben wir 51 Projekte tatsächlich gefördert. Und welche Summe wurde jetzt bislang insgesamt ausgeschüttet? Waren das die 1,5 Millionen. Noch ein bisschen schlapp drüber, aber wir haben das schon auch gebraucht, das Geld. Mhm. Wenn, also nicht allen Anträgen wird sicherlich entsprochen, Sie haben es ja gerade auch gesagt. Was sind denn da so meistens die ausschlaggebenden Gründe? Sind das Formalia, die nicht beachtet wurden oder Unterlagen oder war die gesamte Präsentation? Ja, also da wäre ja sozusagen der Thiel Hardy schon der Gatekeeper. Wenn ein Antrag nicht vollständig ist, dann kommt der gar nicht in die Sitzung. Das ist mal die Bedingung. Aber wir haben im Grunde so ein Set von Kriterien, was sich ja mit Originalität der Idee, Innovationskraft, kreative Seite, also Gestaltung des Spiels etc., was wir immer wieder an allen Spielen diskutieren. Wir gucken aber auch, ist die Kalkulation vernünftig und realistisch gedacht? Ist das Unternehmen oder das Team so aufgestellt, dass die eine Idee wirklich verlässlich umsetzen können? Also das ist so mal so der Kriterienkanon, den wir jedes Mal diskutieren. Und wenn einer, ich würde mal sagen, gegen drei von diesen vollständigen Verstoß, dann würde man sagen, nee, das musst du noch mal, da musst du noch mal ran oder das würden wir auch nicht sehen. Es gibt ja oftmals so Dinge, die sind komplett MeToo und haben gar nichts, was einen neuen Impuls gibt,
dann würden wir das vielleicht auch nicht machen. Wenn es aber eine gute neue Vermarktungsidee hat, dann auch das. Also das ist wirklich eine Abwägung dieser Kriterien. Mhm. Wunderbar. So, finale Frage. Gibt es denn neben diesem Förderprogramm noch weitere Programme in der Art, die sich mit dieser Branche, Gamesbranche sozusagen, beschäftigen und sie unterstützen? Na, also ganz nah an unserem Haus, muss man sagen, in unseren Kooperationen. Wir haben ja hier drin auch das Creative Europe Desk, also die Förderprogramme der EU. Die haben ja auch ihr Büro in der Filmstiftung. Die machen auch Pilotförderung für Games. Und die werde ich nochmal gesondert vorstellen. Das ist auch interessant, ja. Weil wir versuchen das jetzt auch immer mal im Filmbereich mit zu kommunizieren. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Ja, dann haben wir natürlich jetzt in unserem kleinen Co-Tochterunternehmen, dem Mediengründerzentrum, das Stipendiatenprogramm komplett geöffnet. Da sind jetzt auch Gamesfirmen reingegangen, junge und durchlaufen, was ihnen auch sehr gut getan hat. Mhm. Was man nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass wir ja die EU-Förderwettbewerbe, da sind wir ja auch daran beteiligt, die durchzuführen und zu empfehlen. Das Innovationsprogramm Digitale Medien heißt das. Digitale Medien heißt es. Hieß es. Das hatten wir jetzt in der letzten EFRE, das sind ja EFRE-Gelder, Infrastrukturgelder der Europäischen Union-Phase, auch mit zahlreichen Games-Anträgen, und da können auch größere Beträge abgefragt werden oder beantragt werden, und die werden ja jetzt wiederkommen. Die nächste Periode steht ins Haus. Wir rechnen damit, dass wir für Ende 14 die erste Sitzung haben. Also auch das nochmal ein interessantes Instrument, weil es auch vereinfacht worden ist. Also Vereinfachung ist immer gut. Ist immer gut. Ne? Die Wettbewerbsdebatte war eine große an allen Standorten. Also das heißt, wir haben erstmal die Games überall hin mitgenommen, wo wir sind, und es gibt da und dort einfach auch noch zusätzliche Fördermittel. Ich will aber nicht verhehlen, dass das alles Dinge sind in der Dimension, die eigentlich an kleine und mittlere Unternehmen gehen. Wenn größere kommt, braucht man im Grunde Finanzierungsinstrumente. Das wäre aber jetzt mal ausnahmsweise nicht der Job der Filmstiftung, sondern da sind Landesbanken gefragt, da sind Kreditideen gefragt, Zwischenfinanzierung. Mhm. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass unser Wirtschaftsminister sich damit beschäftigen wird. Sehr schön, das ist ja sicherlich gut zu hören. Ja. Und an dieser Stelle beenden wir das Gespräch auch. Das war's schon. Vielen Dank für die wunderbaren Auskünfte. Ich denke mal, wenn da noch Nachfragen sein sollte, werden die Menschen, die das jetzt sehen, hören, wie auch immer weiter verfolgen, sich direkt an Sie wenden. Aber wir bedanken uns auch und wollten nur mal sagen, hier gehen alle schon ins Fieber. Also das Rheinland vibriert. Ne? Es geht ja jetzt am Wochenende schon los, und wir hoffen doch sehr, dass wir ganz viele dann auch in der Gamescom treffen, am Stand treffen, bei den Kollegen treffen. Also wir freuen uns sehr. Ja, hier vibriert es auch. Dann geht es hier schon los mit der Evoke. Also wir zeichnen ja jetzt gerade kurz vorher am Freitag auf, und dann Evoke, GDC, Europe, Respawn, die Gamescom, die Video Days, die mit angedockt sind. Also geht es ab heute dann los, und nächste Woche sehen wir uns dann ja auch alle live und nicht mehr per Videokonferenz. Genau. Also bis dahin. Danke.